Nachdem sich die finale Abstimmung etwas verzögert hat und ich die letzten 40 Minuten eine Katze gekuschelt habe, ähm, wird die finale Abstimmung dann heute starten. Okay, Spaß beiseite, ich bin Donf204 und wir hatten ein kleines Problem, weswegen sich die Abstimmung verzögert hat. Darauf möchte ich jetzt in diesem Video aber nicht näher eingehen. Falls ihr euch da näher informieren wollt, was es für ein Problem gab, ähm, schaut in das Video Wir haben ein Problem. Da werde ich das Ganze etwas erläutern. In diesem Video geht es hauptsächlich um die finale Abstimmung, eigentlich im Grunde nur. Aber ich möchte noch einen kleinen Abstecher nach Humble Software Bundle machen. Und dort gibt es das Humble Software Bundle RPG Maker Returns. Ich hatte das bereits ähm, gepostet vor einigen Tagen. Ähm, vor zwei, drei Wochen, ich weiß es gar nicht. Egal. Und dort könnt ihr die RPG Maker noch die nächsten drei Tage kaufen. Alle RPG Maker, RPG Maker VX 2000 und XP 2003, VX Ace, MV und den Visual Novel Maker plus Live2D ähm, DLC. Und das alles zusammen für derzeit 45... 40 Euro und 2 Cent, das kann leicht schwanken, je nachdem wie der Eurokurs gerade ist. Ähm, falls ihr euch das Angebot schnappen wollt, ihr könnt natürlich auch die einzelnen Pakete ähm, halt abwärts kaufen, zum Beispiel wenn ihr jetzt wirklich nur den VX und den 2000er haben wollt für 90 Cent oder den XP und den 2003er für 7,20 Euro. Und ihr bekommt natürlich das darunterliegende Paket, beziehungsweise darüberliegende, natürlich auch äh, mit bei den 7,20 Euro. Ich ähm, bekomme kein Geld, das ist keine Werbung oder so. Ich möchte euch nur darauf hinweisen, dass ein Angebot existiert. Ähm, aber demnächst werden sicherlich auch die Herbst-Sales auf Steam starten. Gut, erstmal die Halloween-Sales, aber. Oh, aber dann irgendwann die Herbst-Sales und ich denke mal, spätestens in den herbst ist der RPG Maker sicherlich auch auf Steam wieder im Angebot. Denke ich zumindest mal. Egal. Guckt euch das Ganze an. Link wird in der Videobeschreibung sein. Aber egal, kommen wir jetzt zur eigentlichen Sache des Videos. Ganz einfach, wie läuft die Abstimmung ab? Die Abstimmung wird nicht über den Community-Tab ablaufen, sondern über die Kommentare unter diesem Video. Nicht unter irgendeinem anderen Video, sondern nur unter diesem Video. Gut, danke. So viel dazu. Ähm, ganz einfach, welche Regeln? Ihr werdet alle. Alle sechs, ich weiß, jetzt sage ich sechs, obwohl es eigentlich nur fünf sein dürften, aber ich schicke Evermore auch mit ins Rennen, weil da irgendwie was ähm, nicht ganz koscher war. Deswegen, ich will, ich will ihm einfach die Chance geben, ähm, sich auch im Finale zu beweisen. Und ich denke mal, ähm, das ist nur fair. Gut. Ähm, ihr gebt jedem dieser sechs Logos eine Bewertung. Zwischen 1 und 10, also einschließlich 1 und 10. Ähm, also 1 ist Minimum, 10 ist Maximum. Gut, wenn ihr das getan habt, also wenn ihr jetzt ähm, einem Logo eine Bewertung gegeben habt, zum Beispiel eine 10 oder eine 5 oder eine 1 oder eine 3, spielt ja keine Rolle, aber keine Kommastellen bitte, nur ganze Zahlen. Also wirklich nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und nicht 8,786532 oder so. Ähm, das ist irgendwie dann nicht wirklich sinnvoll. Also bitte wirklich nur ganze Zahlen. Gut, danke. So viel dazu. Dann schreibt ihr bitte noch zu dem Logo und das schreibt ihr auch bitte zu allen sechs Logos eine Begründung für eure Bewertung. In dieser Begründung sollen folgende drei Punkte eine Rolle spielen: Hat das Logo Bezug zu den Themen RPG Maker Szene, die Archivierung eben dieser Szene oder Archivierung im Allgemeinen und mein YouTube-Kanal hat es zu diesen drei ähm, Themen. Irgendein Bezug oder zu einem davon oder zu zweien davon. Ähm, inwiefern über, stimmt es mit diesen Themen überein, das Logo? Also macht das Logo irgendwo thematisch Sinn? Gut, so viel dazu. Aber eigentlich ist mir da keins aufgefallen, was thematisch gar keinen Sinn ergibt. Also mindestens eins dieser drei Punkte also ist immer, immer erfüllt. Aber. Ihr solltet bei eurer Bewertung beachten, je besser diese drei Punkte und je genauer sie erfüllt sind, desto höher sollte eure Bewertung auch ausfallen. Und das solltet ihr auch in der Begründung so ausformulieren, dass ihr vielleicht abwertet, weil ihr die Themen oder keins von diesen Themen wirklich... Ähm, also hier statt Szene könnte man auch jetzt auch... Nur RPG-Maker schreiben. RPG-Maker. Also das ist, was mit dem RPG-Maker zu tun hat, da, dass es darum geht, ähm, dass, dass das das Thema ist. Gut. Also nicht die Szene an sich unbedingt, aber der RPG-Maker halt an sich. So, gut. Ähm, sollte verstanden sein. Original Originalität bzw. Wiedererkennungswert, wie ihr das immer formulieren wollt, spielt keine Rolle. Inwiefern kann man das Video, äh, das Video, Entschuldigung, das Logo ähm, ähm, als originell beziehungsweise mit hohem Wiedererkennungswert bezeichnen? Das ist natürlich ähm, auch relativ subjektiv, würde ich jetzt sagen. Ähm, genau wie das mit dem Bezug zu den Themen. Aber versucht beides bitte so objektiv. Wie es geht zu bewerten. Das geht bei den beiden definitiv noch. Ähm, aber beim dritten geht das dann nicht mehr. Egal, versucht es so objektiv wie möglich zu bewerten. Hat das Logo irgendwelchen Wiedererkennungswert, Alleinstellungsmerkmal? Wenn ich das Logo sehe, denke ich an was anderes? Oder denke ich an die Don-Gang? Okay, soweit sollte das auch klar sein. Also auf gut Deutsch, wie einzigartig ist das Logo? Hat es Wiedererkennungswert? Kann man das ähm, dann am Ende irgendwie irgendwann auch damit assoziieren mit der Don Gang und nicht mit irgendwas anderem halt? Ähm, ob das irgendwie jetzt irgendwie. Ihr versteht schon, was ich meine. Gut, das Design. Ähm. Dabei sollt ihr wirklich eigentlich nur bewerten, wie ihr es subjektiv findet, das Design, also das Grundkonzept. Beachtet dabei, dass gewisse Sachen noch verändert werden. Das könnt ihr natürlich auch anmerken in eurer Begründung, was ihr ändern würdet, also damit ähm, ihr das Logo gut finden würdet zum Beispiel, keine Ahnung, was fällt mir ein. Bei genau bei Evermore hatten wir hier bei dem Logo, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Werde ich nachher auch nochmal ansprechen. Da war die Schrift nicht ganz deutlich zu erkennen. Zum Beispiel, falls euch das stört, dann schreibt es einfach bei das Design, also beim dritten Punkt quasi mit hin, dass ihr ähm, das Design sehr gut findet, zum Beispiel, aber ja, ähm, definitiv die Schrift abändern würde, dass man die besser lesen kann. Also die Lesbarkeit der Schrift ändern. Gut. So sollte soweit geklärt sein. Also bei das Design schreibt ihr dann zum Beispiel sowas hin wie, ich finde das Logo gut, weil, punkt, 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 punkt. Da schreibt ihr dann die ganzen Gründe hin, warum ihr das Design des Logos gut findet. Und dann Komma, aber, das, das und das würde ich definitiv ändern. Okay, als Beispiel. Gut, dann kommen wir eigentlich schon zu den Logos. Das war's soweit. Ihr müsst ähm, die Begründung nicht in diese drei Punkte gliedern, aber die drei Punkte sollten in eurer Begründung vertreten sein. Ihr könnt das auch als fließenden Text jedes Mal schreiben. Also ihr müsst das nicht in die drei Punkte untergliedern. Gut, fangen wir an mit den Logos. Als erstes Logos, Doppelpunkt oder die Logos, die Logos. Als erstes, Calastelio mh, Input hatte ich es genannt. Input, genau. Gut, das Logo Calastelio Input. Ich kann es nochmal ein bisschen größer machen. So. Ähm, ich lasse die Logos jetzt, ähm, ich zeige die an auf der linken Seite. Dann drückt ihr vielleicht auf Pause oder so, zum Beispiel jetzt. Und ähm, dann, wenn ihr fertig seid mit eurer Bewertung und eurer Begründung, dann drückt einfach wieder auf Play und dann kommen wir auch schon zum nächsten Logo. Das nächste Logo wäre dann, ähm, warum geht das denn jetzt nicht? Vorführeffekt, das ist nicht gut. Warum funktioniert jetzt die v Vorschau nicht? Ah, jetzt funktioniert es. Okay, alles klar, funktioniert wieder. Alles wieder ganz okay. Callastelio, das Zweite ist dann, ähm ich kann auch äh, eine Leerzeile dazwischen machen. Callastelio, ach Mensch, arme. Bitte immer auch die Namen dazu schreiben von den Logos, damit ich dann auch erkenne, welches Logo ihr da bewertet und zu welchem Logo ihr eine Begründung schreibt. Falls ihr die Kommentargrenze sprengt und euer Kommentar zu lang wird, ich weiß nicht, ob es da eine Grenze gibt bei YouTube, aber wahrscheinlich schon, es gibt immer eine Grenze, ähm, dann schreibt einfach eine Antwort auf euer eigenes Kommentar und schreibt dann weiter. Als wäre als wär nichts gewesen. Ihr könnt auch im Grunde jedes Logo als eigene Antwort auf euer Kommentar... Ähm, schreiben, wie ihr das möchtet. Okay, dann kommen wir schon zum Dritten. Wie gesagt, pausiert einfach immer. Dann könnt ihr das Logo noch mal angucken und dann machen wir auch mal weiter. Das wäre das von Evermore, das Extraordinary Logo. Ähm, ich habe es noch mal etwas aufgehellt. Dann könnt ihr das vielleicht noch mal ein bisschen besser lesen. Das hier ist das Original von Evermore und ich. Habt das noch ein bisschen aufgehellt, damit man das ein bisschen besser lesen kann. Aber man kann die Schrift auch nochmal komplett abändern. Das wäre nicht das Problem. Das ist das geringste Problem, die Schrift abzuändern. Gut. Ähm, kommen wir zum dritten. Evermore. Extra... Ordinary. So, ich hoffe, dass... Nein, das habe ich komplett falsch geschrieben. Wie kommt denn das jetzt vor? Ah. C, jetzt haut es hin. Extraordinary. Genau, C ist direkt neben X. Das kann passieren. Egal. Gut, das war's. Dann auf zum nächsten. Wie gesagt, drückt einfach Pause. Das Herzlogo von Johnny Bot Studios wäre dann das nächste. Er hat das Ganze nochmal ähm, überarbeitet tatsächlich, nachdem ich ähm, gesagt hatte in meinem letzten Video dazu beziehungsweise in meinem vorletzten Video, also in der zweiten Abstimmung, was ich ändern würde. Ich habe gemeint, dass das kein einheitlicher Stil ist, dass ähm, der Hintergrund sieht gemalt bzw. 3D gerendert aus und das Herzlogo war gepixelt und ich fand das zwar nicht sah jetzt nicht so schön aus und er hat das Ganze tatsächlich angepasst und auch die Lesbarkeit der Schrift ähm, verbessert. Und jetzt sieht das Ganze so aus. Hier ist zwar ein kleiner Grafikbug. Ich weiß nicht, ob ihr das dann im YouTube sehen könnt, aber wahrscheinlich schon. Ähm, aber das kann man auch alles noch ändern. Das wäre nicht das Problem. Er hat es auf jeden Fall überarbeitet. Ob euch das die zweite Version jetzt besser gefällt oder nicht spielt keine Rolle. Ähm, bewertet einfach das Logo an sich, also von der Idee her. Und ja, die beiden. Logos sind völlig verschieden, mehr oder weniger. Also der Sinn ist derselbe. Man sieht hier, ähm, dass ähm, die, die, die Schriftrolle mehr oder weniger. Ich hätte sie vielleicht nicht ganz so grob gepixelt, dass man es vielleicht ein bisschen besser erkennen kann. Aber an sich ist es sehr schön gemacht und wirkt auf jeden Fall jetzt auch wesentlich besser. Auch dadurch, dass das Herz jetzt in der Mitte ist, es ist viel besser angeordnet. Ah, egal. Ich wollte nicht viel reden. Wie gesagt, drückt einfach Pause. Und schreibt viertens Johnny Bot Studios und dann Herz. Okay, das war Nummer vier. Kommen wir zu Nummer fünf. Nummer fünf ist das von Mimi, der Pixelwald. Einmal als dieser Button mit der weißen Umrandung und dem Schlagschatten. Und einmal. Ohne Schlagschatten und ohne weiße Umrandung. Ihr könnt natürlich auch sagen, ähm, also andere Änderungen vorschlagen oder jetzt zum Beispiel auch ähm, jetzt zum Beispiel dazu schreiben, dass euch vielleicht der Schlagschatten nicht so gefällt, wie er da ist, sondern vielleicht ein bisschen anders. Egal. Wie gesagt, denkt euch was aus, wie ihr die Begründung schreibt, wie ihr das Design bewertet, die Originalität. Und die, äh, Bezug zu den Themen RPG Maker, Archivierung und mein YouTube-Kanal. So. Gut, kommen wir dazu zu fünftens. M Mimi. Und ich hatte es Pixelwald genannt. Pixelwald. So. Und das war Nummer 5. Jetzt kommen wir zu Nummer 6. Und das war die Idee von Pegistmo mein altes Profilbild wieder zu verwenden. Das ist natürlich jetzt sehr schlecht, die Qualität. Und ich würde es komplett neu malen. Das ist klar. Aber an sich ist es eine coole Idee, mein altes Profilbild als Logo zu verwenden. Und es hat definitiv auch, ich will euch jetzt nicht irgendwie ähm, reinreden, aber es hat Bezug auf äh, meinen YouTube-Kanal. Das definitiv. So. Sechstens. P Gizmo. Ich hoffe, diesmal ist es richtig geschrieben. Ähm, altes Profilbild. Habe ich das jetzt richtig geschrieben? Nein, oder? Ist egal. Ist egal. Lass mal so. <laughs> ist egal. Es ist, ich habe keine Lust, das jetzt zu korrigieren. Ihr könnt das besser. Ihr korrigiert das. Egal, wir beenden das Video jetzt hier. Drückt auf Pause, schreibt die Begründung zu Pegismus, ähm, altes Profilbild. Und das war's soweit von mir. Tschüsseli! Ich freue mich auf eure Be Ach, ich muss noch das Enddatum angeben. Upsala. Ähm, jetzt ist es 14 Uhr am Samstag. Ich würde es, weil es ein bisschen später gestartet ist, am Montag dann um, sagen wir mal. Ja, machen wir 17 Uhr. Also Montag um 17 Uhr ist Sense. Und kurz darauf gebe ich dann den Sieger bekannt. Genau, so machen wir das. Beziehungsweise errechne mir den Sieger, weil ich muss ja dann die ganzen Bewertungen ähm, erstmal in den Kommentaren durchlesen und dann den Durchschnitt errechnen. Aber das sollte nicht das Problem sein. Okay, alles klar. Wie gesagt, drückt auf Pause. Bei den entsprechenden Logos und schreibt eure Begründungen, seid fleißig und tschüsseli. Das war's soweit von mir. Und wie gesagt, die Abstimmung endet am Montag um 17 Uhr. Also, was bis dahin nicht drin ist, das zählt auch nicht. Ich bin weg, euer Donfi.